Hallo, mein Freund, herzlich willkommen nach längerer Zeit zu einem neuen Opening hier. Wir haben die Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary in the Dueling Heroes am Start. Habe ich vor 2 Tagen zu meinem Geburtstag bekommen. Und nicht wundern, ich habe jetzt auch ein neues Stativ, habe ich an dem Tag auch bekommen. Und das Ganze teste ich gerade hier mal aus. Jo. Hoffe ich, dass das mit dem Licht und Co. dann auch alles so klappt. Ich habe ja von der ein Triple Case, glaube ich, gemacht. Also ein Opening. Und wollte ich mich jetzt auch gerade nicht spoilern lassen. Aber ich glaube, von deren einzelnes Opening habe ich nicht gemacht. Ein bisschen Spoiler habe ich gesehen. Ich habe gesehen, es ist ein Synchromonster. Wir haben den Rüstungsmeister, Black Rose und Stardust hier drin. Gucken wir mal. Oh, es ist der schwarze Rosendrache. Sehr schön. Stardust wäre natürlich noch schöner gewesen, weil davon habe ich nur einen. Davon habe ich zwei oder drei. Also jetzt auch nicht ganz so viel, aber. Und dann schauen wir mal. Jo. Können. Raubpflanze Bisplis. Lipromanten Vorbeugung. Propagandake. Brillante Rose. Eschen Ritter Dame Rosendiamant. Lipromanten Verschiebung. Naturae Kamelie. Als Barrier. Spürei Doppelagent. Ultra. Diktator der Drachen. War vorher 1, 2 Super Euro Super Rare tatsächlich. Und Dinomorphe Teresia. Und Dynamite Kraftladung der Drachenbezwinger. Und dann noch Donnerdolch für seltener als Rare. Crawler, Rezeptor, grausiger Trick des Erzunterweltlers, Ninjitsu-Kunst, Instrument, Eisengräber, Upsala, Melfi-Blickduell, Doppelstaubtornado, Zwillinge, Armorfahrgepein, der imaginäre Drachoberherr. Das Pack war jetzt nicht ganz so gut. Da kann man sehen, bei den Ultras ist Dark noch okay. Bei den Secrets, ja, die Bestials, Magma, Hood, Saronia, Drohiswurm, Lobellion, Fenrir ist natürlich auch gut. Regulus geht auf. Firion, Kaiserin. Alassia, Nipromant, Firestarter, Theon Ungleich, aber eine Ultrafeuer, Querhüter, Eiserschöpfung, Eisvogel, Nipromantenverwicklung, Moftronischer Umwandler, das ist unsere Super Rare, bestimmt auch gute Super Rares, weiß ich gar nicht mehr, Ahornmädchen, Dinomorphia, Stealthberg, ja. Ah ja. Theo und Discursion, die ist okay. Und Meister des Chaos. Schade. Also ich meine, die Karte ist cool, aber
gibt halt besser. Dogmatica, makaber als unsere Rare. Perfekte Harmonie, Aon. Exhaustschwester Vades, markierte Austreibung, Band. Nietzsche Kunstschriftschule der Geheimnisse. Drachenheit, Senatus. Nidabrand, jetzt Unterweltler. Und das letzte Pack. Schwarzschatten, Windbö, Schrecken in der versteckten Stadt, Ziffernstörung, Baku, der Ungeheuer Ninja. Ich habe gerade Karten abgepackt von den Commons, dass wir hinten dann nur die Holos haben und die wieder zum Schluss sein. Labyrinth Coco, nicht wundern dann. Ständlich Papillon, Dinomorphia Grobian, Zombie Wiedergeburt, lustige Melfis, Melfi Piné, Raubpflanze Biblisp, Dinomorphia Panzer, Ferium Bull 1, Super Rare. Und Zenboten der Zerstörung Venus. Ferion Angriff. Und Schwarzflöte der Phantomschimmer. Auch eine coole Karte. Vorher ein Ultra 6 Euro, glaube ich, wert oder so. Jetzt halt auch gar nichts mehr. Und Ariane die Labyrinth-Dienerin. Und Hanji Kyodogaish. Ja, Recap. Hier unsere Rares. Das ist, glaube ich, Donner durch. Glaube ich, eine Karte, die man spielen kann, theoretisch. Meine ich. Ja, bei den Super Rares. Ist, glaube ich, die Kamille so die beste. Bei den Wither Rares. Ja, keine Ahnung. Erster Print. War vorher eine teure Super Rare. Der Rest ist. Naja. Und dann hier bei Secrets. Die war vorher teuer, die war teuer, die war teuer, die war auch gegen Auwart. Also die vier sind okay. Die beiden jetzt nicht unbedingt. Wobei die ging vorher auch in Secret ein bisschen was. Aber jetzt halt auch nichts mehr. Würde ich tatsächlich sagen, war das Highlight von der Timbox der Rosentrach als Promo. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, das Video mit dem neuen Setup. Jetzt hier könnt ihr gerne auch Feedback da lassen, ob das alles so gepasst hat. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.